So, meine Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir gehen in den Drachenwald, um die Silvercoin Challenge abzuschließen. Yay, da freue ich mich schon richtig drauf. Kappa. Alter Schwede, jetzt wird's tough. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Wir machen zuerst das da hier. Windmill Plains. So. So, wie ich das hier noch in Erinnerung hatte, ja. Wir holen uns die Münze auf die zweite Runde. Jawohl, das läuft. Flugzeug liegt mir dann schon eher als Hovercraft, muss ich auch mal offen und ehrlich zugeben. Sieht man, glaube ich, auch. Ich glaube, hier war eine unten. Ne, oben. Kennt ihn. So, jetzt müssen wir noch gucken, was ich noch nicht habe. Also einmal die hier. Dann fehlt mir noch eine. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Okay. Vielleicht hier in der Seite irgendwie? Ah ja. Übel. Übel. Aber alles gut. So, wir haben sie alle. Jetzt können wir entspannt fliegen. Erstmal halt chillen. Ach ja. Und dann mache ich mir auch keine Sorgen mehr, weil durchs Ziel werden wir auf jeden Fall preschen. Ich habe mir selbst alle Coins geholt gerade eben. So. Alter, wie gesagt, Flugzeug, das liegt mal, das macht mir Spaß. Aber die Drachenwald-Level, die machen sowieso Bock. Außer der eine mit dem Hovercraft schon wieder. Ich habe schon wieder gar keinen Bock. Das ist ja so ein richtig fies platziertes Ding. So. Ja, wie gesagt, diesmal lassen wir sie anständig hinter uns, Kollegen. And that's it! Wunderbar, das funktioniert doch wie Sau, soll es sauen. Next round, das waren 30, 7 und... Ah, machen wir die hier. Brinwood Village. Der dürfte jetzt auch nicht so schwer sein. Kartfahren ist mein Ding. So, Junge ist gleich mal außer Gefecht gesetzt. So, gleich mal hier. Da habt ihr einen. Ach ja, komm, besser Mann. Was für eine ekelhafte Münze da, die zu holen. Schön letzter, so muss das sein. Da auch nicht geholt. Ach Bruder, jetzt. Das macht wirklich, macht halt einfach kein Auge. Ah ja, der Junge, der ist einfach richtig gut. Und ich muss noch die Schmutzabkürzung nehmen. Abkürzung in Anführungszeichen. Das läuft so richtig gut gerade. So, aber jetzt können wir durchziehen. Ja, das war präzise. Oh, das war richtig fies vom Diddy gerade, die Nummer. Ja, kannst dich verpissen, du Hurensohn. Eine habe ich noch. Ah, ich weiß welche. Jetzt schau dir, der Diddy ist schon wieder da. Leute, ganz ehrlich, jetzt wird es ein bisschen blöd. Auch wie gesagt, dieses Item ist der letzte Dreck. Jetzt erwischst du lieber mal die Coin, Brudi.
Ja, und... Ay, chinga tu madre! Oh mein Gott! Ja, den Rage habt ihr halt jetzt gesehen. Boulder Canyon. Ja, jetzt wird's richtig beschissen. So viel habe ich euch verraten, Leute. Diesen Level hasse. Solche Huren. Alter, wie kann man da... Ach Leute, da wären wir nicht glücklich heute. Oh, so schlecht! So, zwei noch, Leute. Wenn ich das auf dem ersten Versuch schaffe, bin ich echt stolz auf mich. War schon eine 1er-Schmutz, muss ich auch mal zugeben. Oh, und jetzt, Leute, nur noch durchziehen. Sieht gut aus. Jetzt hier kein Auge mach. Ja, das sieht doch gut aus. Egal. Alles läuft. Das läuft doch. So. Oh, beinahe das Ding da gejumpt. So. Und da kommt wieder der Elefant. Alright. Jetzt sage ich nur noch das, oder? Mit 37. Haunted Woods. Haunted Woods. Das weiß ich gar nicht mehr, ob das schwer war oder nicht. So, einmal hier lang, einmal da lang. So, dann einmal hier durch. Jawohl. Da schaust du, Dachs, du Schmutz. Da habt ihr noch eine. Ah, da war noch eine. Habt ihr sie gesehen? An der linken Seite, an der rechten Wand. Holen wir uns in der letzten Runde. Jetzt erstmal ein bisschen Vorsprung rausfahren. So. Ach. Leute. Also dass der manchmal so komisch im Boden hängen bleibt, das haben sie für sogar für damalige Verhältnisse schon irgendwie Schmutz gemacht. Aber alles gut. All coins. Dragon time. All right. Na dann.
Auf geht's. Ah ja, komm. Ja. Instant in mich rein. Läuft bei dir wieder mal, Bruder. Jetzt macht er wahrscheinlich wieder Front Throwing und dann bin ich wieder am Arsch. Weil eigentlich, wenn du vor ihn kommst, hast du eigentlich gewuppt. Wie er halt hier noch so ein Ding hat, ne? Also. Der hat auch irgendwelche Probleme, Alter. Ja, das war's. Also wenn der mich noch holt, dann heiße ich Bananenbrot 5. Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Da wird nichts mit dem neuen Namen. Jawohl. Was für ein... Ich sag's nicht. So eine Scheiße. Sorry. Excellent. You have earned a piece of the amulet. Now try the trophy challenge. Alright. Goodbye. Servus. So, jetzt müsste es eine Art Cutscene vielleicht geben. Soon, the amulet is complete. Ah. Das ist schon ein Stück Arbeit. So, Trophy Challenge haben wir natürlich noch. Die geben wir uns noch. So, enter Trophy Race. Oh yeah, wir fangen gleich mit dem Shit an. Shit. Oh ja, ey. Das war mal so ein richtiger Pro-Start. Wollen sie uns ja auch nicht zu einfach machen. Kappa. Jungs, jetzt dreht doch mal nicht so am Rad. Dax, du machst nicht schon wieder einen Abgang, das sage ich dir. So, Lap 2 läuft doch. Ey, der Dax ist mit Sitz mehr im Nacken. Gib dir den Dax, Alter. Der ist komplett auf Crack, der Typ. So, ich glaube, wir haben gut vorgearbeitet, Leute. Ah, das war so richtig schlecht. Ich glaube, jetzt haben wir den Dax ein bisschen auf Distanz. Es musste keiner außen rumfahren, schade. Ihr könnt diese Brücke nämlich hochlassen und dann müssen die anderen außen rumfahren und das ist halt voll übel. Da. First round! So. Also entweder ich mich an den Gestank von diesem Schaumstoff gewöhnt oder er ist schon abgezogen.
Ich glaube erst, das ist eher wahrscheinlich. So, Brentwood Village. Wow. Ja, piss dich. Es war halt auch schon wieder so schlecht. Ah ja, das Ding hat einfach gar nicht gezogen. Kennt man? Oder... Jetzt hat's einen Dachs erwischt, den Hurensohn. Oh, fuck. So, erster, so muss das sein. Diesmal spare ich mir den Scheiß, dahinter zu driften. Ist komplett lost. Honka, hau ab, du Müllmann. Alter, der sitzt mir doch so übel im Nacken. Alter, der hat's mir gegeben, Mann. Alter, what the hell? Naja, egal. Zwei Races, zwei Wins. Passt. Ach. Da bin ich gespannt, ob da irgendwann das Wasser rein kann. So, viel Spaß damit. Gleich mal guten Vorsprung rausgezogen. Ich hatte es mal drauf, dass ich da durchgeflogen bin und den Streifen unter der Ding auch noch erwischt habe. In der Mühle. Aber ja, das waren alte Zeiten. So. Also da, wenn sie mich noch holen, Respekt. Also da sollte ich durchziehen. So, erste Runde ist durch. Alter Junge, jetzt miss halt nicht den Schmutz. So. Ah, sieht gut aus. Ah ja, läuft doch. Auch wenn ich jetzt schon wieder den Luftballon verpasst habe, wie so ein loster Dude. Aber läuft. Läuft, läuft, läuft. Die Jungs und Mädels kommen mir nicht wirklich näher. Was war denn? Okay, die Dudes sind noch nicht mal durchs Ziel. Jetzt hat es der erste durchs Ziel. Also der zweite quasi. So, und dann jetzt hier noch durch die Windmühle durch. Ja, ist es jetzt irgendwie... Ach ja. Egal, wir werden es gewinnen. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus, gerade wie ich jetzt gerade play, aber okay. Kommen wir auch mit klar. And that's it. Dritte Runde von hier. Jetzt kommen wir zum letzten Race und dann holen wir uns auch die vierte Trophy. Haunted Woods. Haunted Woods. Die geht wenigstens schnell. Verpiss dich! Alter, das ist so lost. Piss dich, Krokodil. Ich sag nichts, ich bin cool. Cool, cool, cool.
Piss dich! Sorry, also ich weiß nicht, was das hier für ein Schmutz ist, den ich jetzt gerade fahre, aber es regt mir gerade irgendwie selber auf. Salzig, Stimmung ist salzig, Leute. Piss dich halt. So, als nächstes solltest du mal als erster durch die Ziellinie fahren, Rudi. Ach, das gibt's doch jetzt gar nicht. Bestes Item. Jetzt habe ich es geschafft, das Ding mal zu benutzen, wie man es benutzen sollte. Das ist nicht wahr! Oh mein Gott! Nee. Ich meine, es ist gar nicht wichtig gewesen, dass ich Erster werde, aber so der eigene Anspruch gibt's halt her, ne? Alle Punkte geholt. Läuft. Gold Trophy Number 4. Wunderbar. Das ist wunderbar. So Leute, und das war's auch mit dieser Folge. Ich sag tausend Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wird's spannend. Da nehmen wir es mit Whispig auf.